Deutschlands Zukunft aus der Sicht bayerischer Hellseher, Teil 4. Bartholomäus Holzhauser und der große Monarch. Bartholomäus Holzhauser wurde 1613 in Laugnar, halbwegs zwischen Augsburg und Dillingen, geboren. Im bayerischen Schwaben also, dort, wo es am katholischsten ist. Sein Vater war Schuster, ein schmales Brot. Lief doch auf dem Lande alles barfuß. Und noch 10 Geschwister wollten satt werden. Dass der kleine Bartel die deutsche Schule in Wertingen besuchen durfte, war nicht selbstverständlich. Auf dem Heimweg von der Schule, die eine Wegstunde vom Elternhaus entfernt war, hatte er seine erste Vision. Man schrieb das Jahr 1624. Er war 11 Jahre alt. Wie er später erzählte, sah er Jesus und Maria vor sich stehen. Darüber am Himmel ein riesengroßes flammendes Kreuz. Der Besuch der Armenschule zu St. Martin in Augsburg dauerte nur kurz, weil eine Pestepidemie das Augsburger Studienwesen zum Erliegen brachte. Dann war Bartholomäus eine Zeit Hausbursche beim Pfarrer von Burgheim, wo er sich vergeblich Unterricht in Latein und anderen Studienfächern erhoffte. Nach längerer Wanderschaft mit dem Rosenkranz und 2 Kreuzern Zehrgeld in der Tasche wurde er in das Knabenseminar der Neuburger Jesuiten aufgenommen. 5 Jahre blieb er in Neuburg, studierte Latein und fühlte sich geborgen in dem Frömmigkeitsraum in der Marianischen Kongregation. Die 7 Ingolstädter Jahre von 1633 bis 1640 wurden für Holzhausers ferneres Leben und Wirken entscheidend. Seine Lektüre, immer wieder die Heilige Schrift, die Nachfolge Christi und die Briefe des Franz Xaver. Kasteiungen und Bußübungen waren an der Tagesordnung. Wiederholt ließ er sich nachts in die Kongregationskirche Maria Victoria einsperren. Fast hat es den Anschein, als wollte er sich selbst und allein gegen die Verderbtheit seiner Zeit stemmen. Bald stand für ihn fest, dass nicht der Eintritt bei den Jesuiten, sondern die Reform der Weltgeistlichkeit, die als Folge des Lutherumsturzes und des Dreißigjährigen Krieges in Glaubenslosigkeit und Sündhaftigkeit verstrickt war, sein Lebensziel sein musste. In Ingolstadt erhielt er das Baccalaureat der Theologie und die philosophische Doktorwürde. In der Kirche der Mutter Gottes vom Sieg feierte er am Pfingstfest 1639 seine Primiz. Eigenartig ist, dass es Holzhauser eines Tages unwiderstehlich zu einer Reise ins Salzburgische trieb. Bloß auf die Kenntnis der Jugendvision hin könnte man versucht sein, ihn den Barockmystikern zuzurechnen. Ein anderes Gesicht, das ihn unverzüglich in die Salzburger Richtung aufbrechen ließ, beweist aber, dass er die Gabe der Schau in die Zukunft hatte. Er sah eines jener palastartigen Salzach-Innhäuser in überirdisches Licht getaucht. Sein Weg ging über Landshut. In Geisenhausen, dem niederbayerischen Marktflecken, klopfte er bei angebrochener Nachtzeit an die Tür des Pfarrhofs. Pfarrer Leonhard Silberer, der den späten Wanderer zunächst abweisen wollte, dann doch aufnahm, ja schließlich bis zur Morgendämmerung mit ihm über geistliche Fragen diskutierte, ist Holzhausers treuester Gefolgsmann geworden. Über Altötting kam Holzhauser nach Tittmoning, wo er salzburgischen Boden betrat. Hier fand er jenes palastartige Haus, das er vor Antritt seiner Reise geschaut hatte. Staunend stand er vor dem Kanonikatshof und blickte in den zahlreichen Fenstern hinauf. Er hatte das Haus gefunden, das ihm in seiner Vision gezeigt worden war, die Stätte seines künftigen Wirkens. Im Juli 1640 wurde er vom Fürstbischof von Chiemsee, Graf Lichtenstein, zum Kanoniker von Tittmoning befördert. In die Tittmoninger Zeit fiel Holzhausers Vorbereitung für die Gründung seines Instituts zur Reform des Weltpriestertums. Andere Kanonikate wurden frei, Holzhausers Freunde konnten nachziehen. Holzhauser wurde erster Kuratskanoniker und Vertreter des Stiftsdekans. Von 1642 bis 1655 saß er dann in St. Johann in Leukental, im tirolischen Teil des Chiemsee-Bistums. Als Dekan seines Bischofs hatte er 5 Pfarreien und 17 Vikariate unter sich. Im Dechantenhof zu St. Johann entstanden die beiden literarischen Werke, die seinen Namen durch die Jahrhunderte tragen sollten, als den eines bayerischen Sehers: die Erklärung der Apokalypse und die Visionen. Wie 266 Jahre später der Eismeerfischer Johansson versuchte auch Holzhauser, der Schreckliches für die Zukunft schaute, die Mächtigen seiner Zeit vor dem kommenden Unheil zu warnen.
Ein Heft der Visionen in der Tasche reiste er zu Kaiser Ferdinand III. Nach Linz, anschließend zu Kurfürst Maximilian von Bayern nach München. Zur Abwendung drohender Strafgerichte forderte er die Weihe der habsburgerischen und wittelsbacherischen Länder an die Gottesmutter Maria und die Reform des Weltklerus, um die Barmherzigkeit des Herrn zu erkaufen. Wenn er seine neunte Vision auslegt, meint man ihn weniger für seine Gegenwart als für eine ferne Zukunft sprechen zu hören. So sagte der Herr: Sammelt Priester und Hirten ohne Falsch und ohne Makel, auf dass sie für mich leben und dieses mein Volk mitten in diesem Heerlager der Ungerechtigkeit durch Wort und Beispiel weiden. Man schrieb das Jahr 1646. In Kurfürst Maximilian von Bayern, den die Pläne zur Reform des Weltklerus beeindruckt hatten, gewann Holzhauser einen Verbündeten. Dies ist der eigentliche Gründungstag des Bartholomäums. Wenn auch die Bartholomäer selbst immer den Tag von Holzhausers Ankunft in Tittmoning an Petri Kettenfeier 1640 als Gründungstag angesehen haben. Es galt ja nun, die Oberpfalz zu missionieren und die verwaisten Landpfarreien neu zu besetzen. Bartholomäer fassten in den Diözesen Freising, Augsburg, Regensburg und Eichstätt Fuß gegen den Widerstand der Ordinariate, die für die Jurisdiktion ihrer Bischöfe fürchteten. Und so war es. Die Reform des Weltpriestertums wurde nicht von den Ordinariaten eingeleitet, sondern von Landesherren und von einer Schar entschlossener Priester, zu denen auch der Stiftsdekan von Tittmoning gehörte, Leonhard Sieberer, ehemaliger Pfarrer von Geisenhausen. Das Institut gründete Lateinschulen in Tittmoning und Erding, baute Häuser für ausgediente Priester in Heiligblut bei Erding und in Lenting bei Ingolstadt, unterhielt einige Priesterseminare in Ingolstadt, Dillingen, Salzburg. Holzhauser ist als Stadtpfarrer von Bingen unter dem Krummstab eines Schönborn, seines großen Gönners, den Bischof von Würzburg, am 20. Mai 1658 gestorben, noch nicht 45 Jahre alt. Ein wenig überspitzt könnte man sagen, dass das neue Glaubensfeuer, das er entfacht hatte, eine Schlussfolge seiner Visionen war, die getreue Erfüllung der von ihm von Gott gestellten Aufgabe. Weit bis in unsere Zeit herein haben Holzhausers Gesichte nachgewirkt. In seinem Buch »Vom Geist des Barock« erzählt Benno Hubensteiner, dass im Sturmjahr 1848 der preußische Regierungsrat Wilhelm Gustav Volk, er schrieb unter dem Namen Ludwig Clarus, die Erklärung der Offenbarung und die Geschichte bei Manz in Regensburg in deutscher Sprache herausbrachte und kommentierte. Und selbst im Inferno des Hitlerkrieges ist der katholische Historiker und Publizist Friedrich Ritter von Lama merkwürdig angezogen worden von Holzhausers dunklen Prophetien, die damals in vielen Abschriften ins Land schwärmten. So ist 1940 die Gestapo zu St. Johann in Tirol erschienen, um den Dekan Holzhauser wegen Heereszersetzung zu verhaften. Friedrich von Lama aber ist, selber ein Opfer der politischen Polizei, 1944 im Gefängnis Stadelheim gestorben. Holzhausers prophetische Schriften. Das Tiefste, was Holzhauser auf dem Gebiet der Prophezeiung geleistet hat, ist seine Erklärung der geheimen Offenbarung des heiligen Johannes. Er verfasste sie in großer geistiger Zurückgezogenheit unter Fasten und Betrachtungen. Später erklärte er, bei der Niederschrift sei er sich wie ein Kind vorgekommen, das schreibt, während ein anderer es leitet. Er unterteilt seine Explanation in Apokalypsen, dem Beispiel der Offenbarung folgend, in die Zahl 7. Er geht von den 7 Gemeinden in Asien aus, an die Johannes schrieb, denkt, wie Abt Joachim von Fiore, an die 7 Zeitalter der Kirche und an die 7 Weltalter, bezieht sich auf die 7 Schöpfungstage Gottes. Er reiht die Zeiten gleichsam auf eine Schnur, stellt die Diagnose für die Gegenwart und gibt eine Prognose für die Zukunft. Allerdings muss er sich aus dem Abstand seines Jahrhunderts, des 17., allgemeiner über Ereignisse unserer Gegenwart ausdrücken, als dies bei einem Seher, der einen geringeren Zeitabstand zu überbrücken hat, der Fall wäre. Es folgt Holzhausers Darstellung über 7 Zeitalter der Kirche in der Übertragung aus dem lateinischen Original, besorgt von Ludwig Clarus, zusammengefasst von Wilhelm Clericus im Buch der Wahr- und Weissagungen. Das erste Zeitalter der Kirche ist nur kurz und dauert bis zum Beginn der Christenverfolgung unter Nero. Es wird als Zustand der Aussaat Status Seminativus bezeichnet. Ihm entspricht die Gabe der Weisheit, welche der wahre Glaube an das Leben in und für Christus ist.
Symbol dieses Zeitalters ist der erste Schöpfungstag. Das zweite Zeitalter wird das Befruchtende, Status Irrigativus, genannt und trägt diesen Namen als Hinweis auf die bewunderungswürdigen Früchte, welche das in den ersten 300 Jahren der Kirche stromweise vergossene Blut der Märtyrer erzeugt hat. Man denkt dabei an das bezeichnende Wort Tertullians. Das Blut der Märtyrer ist der Same für das Christentum. Diese Zeit dauert bis auf Konstantin den Großen, welcher der Kirche den Frieden gab. Das dritte oder das Zeitalter der Erleuchtung, Status Illuminativus, reicht vom Papst Silvester und Konstantin den Großen bis auf Papst Leo III. Und Kaiser Karl den Großen. Es enthält diese Bezeichnung wegen der zahlreichen Konzilien und wegen des strahlenden Kranzes von Lichtern der Gottesgelehrtheit, die in den Kirchenvätern und Kirchenlehrern am Himmel der Kirche erschienen. Das vierte Zeitalter umfasst den Zeitraum von Papst Leo III. Und Kaiser Karl dem Großen bis Leo X. Und Karl dem V., also den größten Teil des Mittelalters. Es wird als das friedliche Zeitalter, Status Pacificus, bezeichnet, mit Rücksicht auf den inneren Frieden, den die Kirche während mehrerer hundert Jahre im Ganzen ungestört von aller Ketzerei in dieser Zeit genoss und auf die herrlichen Blüten der Heiligkeit und Gelehrsamkeit, die sich in dieser Periode entfalteten. Wir treten in das fünfte Zeitalter der Kirche, das unter Leo X. Und Kaiser Karl V. begonnen hat und bis auf den heiligen Papst und jenen großen Monarchen dauern wird, der die Hilfe Gottes genannt wird. Das Zeitalter wird als das der Trübsal, Status Afflictivus, bezeichnet, angesichts der zahllosen Irrlehren, Bedrängnisse in politischen und sozialer Beziehung, der Bekämpfung des katholischen Glaubens und die Freiheit der Kirche durch die Regierungen, durch die aufgeblähte Wissenschaft, durch Glaubenslosigkeit und immer weiter um sich greifenden Sittenverfall. Dieses fünfte Zeitalter der Kirche ist Holzhausers eigenes und müsste auch noch das unsere sein. Endzeitstimmung macht sich breit. Im Weltbürger erwacht die Angst, auf hauchdünnem Eis zu gehen. Wie wandernde Wolken, einmal hier ein Stück Land und einmal dort ein Stück Land in Schatten tauchen, so zieht eine mächtige Wolke über die Erde, hüllt hier einmal ein Land in Dunkel und hüllt dort ein Land in Dunkel, bis das Dunkel sich über die ganze Erde verbreitet hat. Es gibt Beobachter der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, die der Tatsache, dass Diebe im Auftrag finanzstarker, aber glaubensschwacher Industriemänner die Welt abreisen, um Heiligenfiguren und Götterstatuen aus Kirchen und Tempeln zu plündern, also die letzten erfüllten Winkel der Erde zu entleeren, zeichenhafte Bedeutungen im Zusammenhang mit der weltweiten blutigen Terrorwelle beimessen und finden, dass diese Vorgänge keineswegs bloß ein Knistern im Gebälk des Zivilisationsgebäudes signalisieren, sondern ein weiterhin hallendes Krachen. Das sechste Zeitalter der Kirche wird mit dem heiligen Papste und jenem gewaltigen Monarchen beginnen, der eine christliche Weltmonarchie errichtet. In der Apokalypse heißt es im 14. Kapitel, dass auf einer weißen Wolke einer saß, gleich dem Menschensohne mit einer goldenen Krone auf seinem Haupte und einer scharfen Sichel in seiner Hand. Der große Monarch, schreibt Holzhauser, wird mit dem Menschensohne verglichen, weil er der Menschheit das Heil bringen wird. Die Wolke, auf der er sitzt, ist der Heilige Geist, der ihn leiten und stützen wird. Die goldene Krone ist die des Heiligen Römischen Reiches. Die Sichel ist das unüberwindliche Kriegsheer, mit dem er die Feinde Gottes und der Kirche besiegen wird. Dieses Zeitalter wird dauern bis zur Ankunft des Antichrist. Er wird das Zeitalter des Trostes, Status Consolativus, sein. In diesem Zeitalter wird das Priestertum blühen. Endlich wird das siebente Zeitalter der Kirche anbrechen und von der Ankunft des Antichrist bis zum Ende der Welt dauern. Es wird angesichts der Gräuel, der Verwüstung, die da kommen werden, ein Zustand der Trostlosigkeit sein. Die Visionen des Bartholomäus Holzhauser hängen in vielerlei Hinsicht eng mit seiner Erklärung der Apokalypse zusammen. Die Rückbezüge sind häufig. Insgesamt beschreibt Holzhauser 10 Gesichter, die er in den Jahren 1634 bis 1644 hatte. Auf Drängen seiner Hilfspriester schrieb er sie 1645 im Leukental, nieder, wie die Erklärungen in lateinischer Sprache.
Wir beschränken uns bei der Wiedergabe der Übersetzungen auf Auszüge aus dem 6., 7. und 8. Gesicht. Die ersten vier Visionen, die sich vorwiegend auf die Vergangenheit beziehen, überschlagen wir, wie es Holzhauser von Kurfürst Maximilian selbst getan hat. Die vierte Vision scheidet für unsere Belange ohnehin aus, da sie den Sonderfall England meint. Die fünfte, da sie Holzhausers eigene Lebensgeschichte zum Gegenstand hat, und die neunte, aus der schon zitiert wurde, weil sie eine Bußpredigt an Deutschland des Dreißigjährigen Krieges darstellt. Was bleibt, ist von elementarer Gewalt. Im sechsten Gesicht heißt es: Nach diesem sah ich am neunten Tage des Monats April einen Sturmwind von Westen kommen, und siehe, die Gewässer, welche in der Donau waren, erhoben sich und traten aus. Dieselben stiegen in die Höhe, drangen in die Stadt ein und verwandelten sie fast in eine Wüste. Und ich erblickte einen König in seinem Diadem und eine überaus große Menge. Dann schaute ich gleichsam den Frieden. Und alle Menschen meinten, es sei Friede und Sieg. Und siehe, ich erblickte eine lange Kette von Sprachen und Völkern und von Feinden des Kreuzes Jesu Christi. Und sie haben vielfach gesiegt, die festesten Städte erobert, Glück in ihren Unternehmungen gehabt und die Oberhand erhalten. Und man hielt sie gleichsam dafür, dass es aus sei mit dem Reiche. Aber dennoch behielten sie die Oberhand nicht, denn Jesus besiegte sie, damit alle erkennen möchten, dass die Macht und Kraft, Sieg und Herrschaft vom Herrn sei. Die Menschen setzten ihr Vertrauen auf ihre Waffen, ihre Ratschläge, ihre Reiter, ihre Heere. Aber der Herr allein war es, der ihnen den Sieg verlieh und seinen Kampf durch seinen gerechten Heerführer kämpfte. Wer ist, war oder wird sein, dieser gerechte Heerführer, der auftritt, wenn die Not am größten? Jener große Monarch, von dem bei Holzhauser so oft die Rede ist. Klerikus meinte noch 1920, dass das sechste Gesicht auf sein Zeitalter nur unter gewissen Modifikationen anwendbar sei, weil es dort heißt: Und indem ich überaus zitterte und staunte, sah ich, wie die ganze Welt in Unglauben schwamm und wie sich die ganze Erde von ihrem Bräutigam abgewendet, sich fremder Buhlschaft ergab, so dass allem Fleische Buße zu predigen war. Im siebenten Gesicht lesen wir: Ich sah allenthalben auf Erden Menschen und Vieh töten. Eine große Wunde war auf Erden und diese mit Blut überschwemmt. Holzhauser bemerkte dazu erläuternd: In der Welt wird es Kriege geben, infolge schrecklicher Sünden. Wenige werden übrig bleiben auf Erden. Weltreiche werden in Verwirrung geraten, Fürstentümer umgestürzt, Herrschaften erniedrigt werden, Staaten werden fallen und fast alle verarmen. Der Bluthund wird die Kirche betrüben und auf Erden wird die größte Drangsal und alle Art Verwirrung herrschen. Dass all dies auf einmal und auf der ganzen Erde zugleich geschehen werde, meinte Klerikus noch 1920 hoffnungsvoll, würde angesichts der Ausbreitung und der Macht der Kirche doch eine mehr als kühne Behauptung sein. Das achte Gesicht. Nach diesem gewahre ich Ruhe im Lande. Die Mörder waren entflohen und die Feinde des Kreuzes Christi zugrunde gegangen. Es trat eine Stille ein und ein Triumphwagen fuhr gen Westen. Auf diesem Wagen saßen drei Große im Siegesgepränge. Der Erdkreis ruhte vom Siegestümmel und der Name des Herrn Jesus Christi ward auf der ganzen Erde verherrlicht. Im achten Gesicht nimmt Holzhauser auch Bezug auf eine Stelle im ersten Gesicht, wo es geheißen hat: Und es wird eine große Kette gewunden werden zum Bande des Friedens, eine große, wunderbare Kette, welche die ganze Welt und ihre Bewohner in die Einheit einer Alleinherrschaft umfassen wird. Vom großen Monarchen ist schon in den Erklärungen die Rede. Er wird durch alle christlichen Tugenden dem Heiland möglichst ähnlich sein. Der Regenbogen über seinem Haupt soll als Symbol des allgemeinen Friedens gelten, der unter der Herrschaft des allmächtigen Alleinherrschers hergestellt werden wird. Das offene Büchlein, von einem Engel in der Hand gehalten, würde jenes große allgemeine Konzil bedeuten, das größte und glänzendste, das bis dahin abgehalten worden wäre. Dieses große Konzil würde auf Veranlassung und unter dem Schutz des großen Monarchen abgehalten werden. Nach Holzhausers Ansicht würde der große Monarch von Osten, also nicht aus Frankreich, kommen. Wörtlich heißt es bei dem Seher: Endlich wird jener überaus tapfere, von Gott gesandte Mann erscheinen aus dem Osten. Das Wort Orient-Osten halten viele mit Ostmark Österreich gleichbedeutend. Ja, behaupten mit aller Bestimmtheit, dass ein deutscher Fürst jener große Monarch sein werde.
Dagegen nehmen französische Prophezeiungen oder wenigstens deren Ausleger die Ehre und auch Holzhausers als Kronzeugen für einen Herrscher ihres Stammes in Anspruch. Ein französisches Buch bringt nicht nur das Herz Jesu Banner dieses Monarchen, sondern bezeichnet sogar den Abt Joachim, aus dessen vom 4. Laterankonzil verurteilten ewigen Evangelien jene Ideen in der Christenheit verblieben sind als Seligen, wie dies auch in Dantes göttlicher Komödie geschieht. Paradiso 12,140. Das Zerrbild des großen Monarchen. In dem von Josef Görres redigierten Rheinischen Merkur, Jahrgang 1814, Nummer 6, finden wir eine Prophezeiung, die sich auf einen der Vorläufer des Antichrist bezieht. Nach Görres Versicherung war sie schon mindestens 25 Jahre vor der Französischen Revolution im Umlauf, wurde aber erst beachtet, als ihre Voraussagungen sich nach und nach bewahrheiteten. In dem lateinischen Manuskript, das dem Herausgeber des Merkur vorlag, wird Bartholomäus Holzhauser, der vorromme bayerische Seher, als Verfasser genannt. Wir geben die Übersetzung aus dem lateinischen Original nach Görres wieder. Und zwar werden in der Zeit der Kirche, der 1800 Jahre, nachdem die Jungfrau geboren hat, große Bedrängnisse über die Erde kommen. Zu dieser Zeit wird ein neuer Luzifer erscheinen. Das ist ein Geist des Hochmutes und der Eitelkeit, der unter dem Namen der Philosophie eine Zeit lang einen großen Teil der Welt beherrschen wird. Und zwar hat Luther das Dach zerstört, Calvin die Mauern eingerissen, aber die Grundfesten wird dieser Philosophismus zerstören. In Frankreich, das früher schon durch Sünden groß geworden, werden Hähne aufstehen, die durch ihr philosophisches Geschrei die ganze Welt aufregen und unter dem Scheine der Freiheit die Völker verführen, dass sie die Länder verwüsten, die Lilien brechen, die Fürsten ermorden und den christlichen Glauben gänzlich erdrücken, in der Kirche Verfolgungen erregen, wie in ihren ersten Zeiten unter Nero. Die Priester und Diener der Kirche werden ins Elend gejagt und ermordet werden, und die gottlose Schar dieser sogenannten Philosophen wird ihre Lehre ausbreiten, womit sie die Jugend zum Atheismus und Neutralismus verleitet, die Völker verführt, dass sie dem Gesetze und dem Könige nicht gehorchen, die Kirche verdammen, sich verschwören, um in der ganzen Welt Republiken zu errichten. Dann wird Friede werden. Aber nur der Name wird sein, und in Wahrheit ist kein Friede. Denn in ihm werden die Bedrängnisse so groß sein wie im Kriege. Die deutschen Fürsten, schon von alter Treue abgefallen, werden den Kaiser verlassen und durch das unrechtlichste Band des Friedens gegen die Katholischen sich verbinden. Alle Erzbistümer und Bistümer, Klosterabteien und Körperschaften, die meist der fromme Sinn der Väter gründete, werden diese Fürsten nach Art der Wölfe zerstören. Denn Deutschland wird sein ein in sich geteiltes Reich, weil seine Fürsten Gesellen der Wut geworden sind, weswegen Gott den Geist des Schwindels über sie ausgegossen hat. Und das wird sein, was sie sich bereitet haben. Sie werden wollen, was sie nicht wollen, was sie wollen, und so groß wird ihre Verkehrtheit werden, dass sie nicht können, was sie können. Denn jener Geist des Schwindels wird es also fügen, dass Könige und Fürsten am hellen Mittag wie in den Finsternissen tappen, weil ihre Leuchten verrückt sind von ihrem Orte, das sie verblinden mussten. Aber nun wird, was kaum glaublich ist, ein Mensch erscheinen, sein Name wird unbekannt sein und sein Vaterland wenig nur berühmt. Er wird Italien besiegen, Rom an einem Tage stürzen, und ihn hat Gottes Allmacht unter dem Namen des großen Monarchen bestimmt, einen weiten Teil der Welt zu strafen. Dieser starke Monarch, gegürtet mit dem mächtigen Schwerte, wird alle Republiken, welche die Zöglinge des Philosophismus errichtet hatten, von Grund aus zerstören und die Schar dieser gottlosen Jünger, die nicht der Kirche nach dem Gesetz gehorchen, sich wunderbar unterwerfen. Die Religion, zum größten Teile unterdrückt, wird durch Belehrung dieses verkehrten französischen Volkes von ihm wieder befestigt werden. Und mit einem Male wird er unter dem Zeichen des raubsüchtigen Adlers mit Schrecken und Härte das Reich beherrschen, das immer am ersten in die Fehler fällt, die es vermeiden wollte. Den Geist der Zwietracht wird dieser starke Monarch zu Hilfe nehmen und nun in die anderen Reiche dringen, besonders in jene, die jenseits des Rheins liegen, um sie für ihre gottlose und lasterhafte Regierung zu bestrafen. Denn im priesterlichen Kleide und im weltlichen Gewande hatten sie den Glauben und die Gesetze verlassen.
Darum wird er den größten Teil ihrer Reiche verwüsten und die Zepter und Kronen dieser Könige zerbrechen. Alte Staaten werden untergehen und sich neue erheben. Unter den Flügeln dieses räuberischen Adlers wird das römische Reich elendiglich zerrissen werden. Weil viele um den Vorrang streiten, wird alles gestürzt werden. Und es wird dieser starke Monarch einige, aber nicht lange Zeit herrschen, in einem Teile des Orients, aber auch des Okzidents, damit alle Welt verarme zur Strafe der Völker, auf dass sie wiederkehren zu Gott, unserem Herrn. Eine treffendere Beschreibung Napoleons hat es in keiner anderen Prophezeiung gegeben. Der Abschnitt mit der frappierenden Wendung über dialektische Verdrehungen und Verkehrungen lässt sich auf jede Zeit nach der Französischen Revolution anwenden. Auf diesen Abschnitt hin kann aber auch niemand mehr Holzhauser vorwerfen, er habe nur eine schwarze Zukunft vorhergesagt und nicht auch dessen Erwähnung getan, was wir die Persiflage nennen wollen, die Parodie, das Hohn, Spott und Zerrbild anstelle der Wahrheit im Gewande des Urbilds, was die Griechen Paradigma nannten. An Holzhausers Erklärung der Apokalypse knüpft nach einer Mitteilung von Alfons Concionator auch Bernhard Maria Clausi an, der 1849 in Paola gestorben ist. Er sagt, dem Triumphe der Kirche werde ein großes Strafgericht vorausgehen. Es wird ein ganz neues Strafgericht sein, das noch nie stattgefunden hat und wird auf der ganzen Erde eintreten. Es wird so schrecklich sein, dass die, welche es überleben, sich einbilden werden, sie wären die einzigen Verschonten. Alle Menschen werden dann reumütig sein. Dieses Strafgericht wird plötzlich und vor kurzer Dauer aber schrecklich sein. Dann kommt der große Triumph der Heiligen Kirche und das Reich der brüderlichen Liebe. Glücklich, wer in diesen gesegneten Tagen dann leben wird. Aber vorher wird das Böse solche Fortschritte gemacht haben, dass es scheinen wird, alle Teufel der Hölle seien losgelassen, so groß wird die Verfolgung der Bösen gegen die Gerechten sein, die ein wahres Martyrium zu erleiden haben werden. Joseph von Görres schrieb 1814 prophetisch: Der starke Fürst wird in der Versammlung der Männer, die durch Frömmigkeit und Weisheit aufrichtig verbunden sind, mit Beihilfe des Heiligen Vaters neue Gesetze und Normen entwerfen und jeden Geist des Schwindels in Banne legen, um ein neues Jahrhundert zu bilden und zu erziehen, wo nur eine Herde sein wird und ein Hirt, welcher der Welt und allen, die guten Willen sind, den Frieden gibt, um Gott unseren Herrn zu verherrlichen. Graf O'Mahony schrieb 1832 in seinen Lebenserinnerungen, und man könnte meinen, er bezieht sich auf Holzhauser, möge die Welt fortan keine gewöhnliche Züchtigung mehr erwarten. Sie würde zur Verbesserung nicht mehr hinreichen. Damit die Wiedergeburt der Menschheit stattfinde und sich vollende, müssen jene Menschen, die durch keine Gnade mehr zu rühren, durch keine Züchtigung mehr zu bändigen waren, von der Erde vertilgt werden. Aus der Prophezeiung über die Schlacht am Birkenbaum oder den Kampf des Südens gegen den Norden, deren Herkunft völlig im Dunkeln liegt, wurde in der Zeit des Ersten Weltkriegs viel zitiert. Dabei handelt es sich um die Wiedererweckung einer Sage, deren Entstehung in die Zeit Holzhausers hinabreicht. Zum ersten Mal ist sie 1849 bei dem F. Schöning Paderborn erschienenen Buch Prophetenstimmen gedruckt worden. Wir folgen dem Wortlaut dieser Erstveröffentlichung. Es wird eine Zeit kommen, wo die Welt sehr gottlos werden wird. Das Volk will unabhängig sein von König und Obrigkeiten. Die Untertanen werden untreu sein ihren Fürsten. Nicht Treue, nicht Glaube herrscht mehr. Es wird dann zu einem allgemeinen Aufruhr kommen, so dass der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater steht. In dieser Zeit wird man sich bemühen, die Glaubenssätze in Kirche und Schule zu verdrehen. Auch wird man neue Bücher einführen. Die katholische Kirche wird dann sehr bedrängt werden und man wird sich mit List bemühen, sie gänzlich abzuschaffen. Die Menschen lieben Spiel und Scherz, Lustbarkeiten aller Art um diese Zeit. Aber dann wird's nicht mehr lange dauern, dass eine Umänderung eintritt. Dann bricht ein furchtbarer Krieg aus. Auf der einen Seite wird stehen Russland, Schweden und der ganze Norden, auf der anderen Seite Frankreich, Spanien, Italien und der ganze Süden unter einem starken Fürsten. Nach dieser Prophezeiung soll der Süden über den Norden siegen. Interesse dürfte hier eine Fußnote von Wilhelm Clericus verdienen. Eine Annäherung an Spanien seitens Deutschland von hochpolitischer Bedeutung hat bekanntlich im Jahre 1883 bei der Lösung der Karolinenfrage stattgefunden. Die oft auf eine harte Probe gestellte Neutralität Spaniens im Weltkriege wird Deutschland nie vergessen. Was 1921 noch nicht bekannt war, muss angefügt werden.
Da Spanien sich auch aus dem Zweiten Weltkrieg herausgehalten und allem Drängen Hitlers, an seiner Seite in den Krieg einzutreten, widerstanden hat. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang eine Äußerung des schwedischen Sozialisten Olof Palme vom Oktober 1975. Spanien strebe eine Hispanisierung Europas an. Alter Nord-Süd-Gegensatz. Blindheit auf dem roten Auge. Front Protestantismus, Katholizismus oder alles miteinander. In der früheren reichischen Achse Österreich-Bayern-Spanien scheint nur noch das Mittelglied einigermaßen intakt zu sein. Aus Barcelona bekam der Verfasser jedenfalls am 16. März 1974 einen Brief, in dem es wörtlich hieß: Ich habe die Überzeugung, solange eine solche Sendung, gemeint war eine Sendung über den Baumstiften Lenz, in einer Zeit, in der die Wüste wächst, in Bayern ihre Hörer hat, ist es um die bayerischen Lande nicht schlecht bestellt. Am Rande darf ich sagen, dass unsere Hoffnungen auf Bayern auch auf politischer Ebene hochgespannt sind. Es sei darauf hingewiesen, dass Bartholomäus Holzhausers Prophezeiungen im sogenannten Lied von der Linde wiederzuerkennen sind. Liegt zwar in den meisten Details eine eigenständige Weissagung vor, so wird doch der geistige Ahnherr Bartholomäus Holzhauser in manchen Ausformungen dieser Geschichte erkennbar. Davon soll im nächsten Abschnitt die Rede sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, und wenn euch das Video bzw. meine Übersetzung gefallen hat, dann freue ich mich immer über eure Spenden als kleine Dankbarkeit und Wertschätzung meiner Arbeit. Musik